4, 3, 2, 1. Oh, das ist lecker. Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamer-Brother. Ja, Freunde, und heute gibt es nach langer Zeit mal wieder tatsächlich eine Food-Draft-Battle-Challenge. Wie man das Ganze nennt, ich weiß es gar nicht mehr. Und mit dabei, der Steini. Und der hatte die Idee, vielleicht habt ihr es gestern bei ihm schon auf dem Kanal gesehen, es könnte lustig werden. Herzlich willkommen. Ich sollte meine Ideen, die ich immer so habe, mal ein bisschen länger überdenken, glaube ich. Hi. Auch hier? Ich hab dich nicht gesehen. Na, Baby? Wollen wir ein bisschen Gassi gehen? Nö. Hör dich das an. Ja, das tut es. Stopp. Behindertes Intro ist damit geschafft. Okay. Ja, wir haben gestern bei Steini schon eine Folge aufgenommen. Und zwar ist das hier ein Mehrteiler. Wie Moses. Boah, war der schlecht. Und auch noch gebeitet. Diese Menschen sollte man... Nee, Freunde, wir haben beim Steini gestern auf jeden Fall schon eine Folge aufgenommen. Mit Draft Battle. Das hier ist jetzt das Rückspiel. Ja. Falls ihr das Hinspiel oder die Hinfolge bei Stein noch nicht abgecheckt habt, macht das jetzt auf jeden Fall, dies verlinkt. Ansonsten spoilere ich jetzt gleich das Ergebnis. Aktuell steht es 8 zu 5 in Punkten für mich. Wir haben jetzt hier wieder, die seht ihr wahrscheinlich schon gleich eingeblendet, 9 Draft-Kriterien, die wir in diesem Battle erfüllen müssen. Und am Ende werden die mit den Punkten von der ersten Folge bei Stein zusammengezählt. Und der Verlierer dieser beiden Draft-Battles muss die nächste Aufnahme zwischen mir und Steini als Frau aufnehmen. Also in Frauenklamotten, bisschen Lippenstift drauf, und da ich momentan sehr komfortabel fühle, muss ich sagen, freue ich mich sehr auf dieses Video, Steini. Du auch? Ja, wenigstens einer freut sich hier. Ne? Ist ja auch schon mal was. Ja, ich würde sagen, Jungs, falls ihr Bock auf mehr solcher behinderten Draft-Challenges habt, dann eskaliert auf jeden Fall mal den Daumen. Euer Support ist hier wichtig, weil wir das Ganze wirklich echt ziemlich lange nicht gebracht haben. Also haut auf jeden Fall mal raus. Wir sagen hier gar keine Zahl. Wenn ihr das Ganze feiert, dann smasht einfach einen Daumen, mal gucken, was dabei rumkommt. Und dann würde ich sagen, Controller in der Hand, ich habe mittlerweile wieder 9, da soll ja einer kaputt gegangen sein am Wochenende, ich weiß nicht. Können wir reinstarten, oder? Ja. Okay, let's go. Draft Token Deluxe, Abfahrt. Wir gehen rein. Du hast einen Draft Token, da ist. 2, 1. Schön am Bescheiß, ich bin schon drin hier. 4, 4, 2, 4, 3, 1, 2, ich nehme mal die 4, 4, 2, da habe ich die Außenspieler noch, das ist ganz gut. Das ist eigentlich geil zum Linken. Ich gehe hier mit easy. Komm bitte, Alter. Captain. Oh, Captain, my Captain. Bei mir fängt schon super an. Bei mir fängt scheiße an. Ja, willkommen im Club. Hä? Bei mir fängt es komplett scheiße an. Ja. Also ich habe auch ziemlich scheiße. Ich nehme... Wie sehen denn die International Man of the Matches aus? Die sind so blau-orange. Gibt's da ein Mbappé von? Nee. Nein? Ich glaube nicht. Ah, doch, doch. Die neuen meinst du, oder? Nee, das bei Mbappé ist so eine Champions League-Karte. Das ist kein Man of the Match. Die neuen aber sind die, so blau-orange. Die jetzt neu rauskamen, ne? Das naja, genau. Ich vertausche die immer. Ich nehme mal den Nene. Komm mal, ein Stürmer. Was krieg ich für Scheißspieler? Hilfe! Ja, wir kommen im Club. Ja. Okay. Ach, nehm ich. Du Scheiße, Alter. Was krieg ich denn für Krüppelspieler? Der neue Lukaku. Oh. Nice. Ich bin gerade komplett. Ich weiß nicht, was ich machen soll hier. Ich habe einfach Messi, Suarez, Ronaldo alle als Stürmerkarten gekriegt. Lol. Ist Benzema eine Glatze? Benzema ist eine Glatze, oder? Mhm. Safe eine Glatze. Benzema ist eine Glatze, okay. Dann haben wir die Glatze, habe ich schon mal. Ich gehe mit Dings, Alter. Ich brauche die für außen. Alter. Die müssen für außen kommen. Fuck. Mittig bringt dir mir gerade gar nichts. Die Günnis. Nein, der ist ja gar nicht Rullet Gang, der Nainggolan. Zwei Türkis, Glatze. Scheiße. Zwei Glatze. Nämlich groß. Unter 25. Ja, ist nicht gut, was ich hier gerade mache. Nee, ich auch nicht, gar nicht. Scheiße, aber Spannung ist da. Hulit Gang, Kante, Totti! Wieso kriegst du denn jedes Mal? Und spätestens der ist auch eine Glatze. Let's go.
Ich hab noch gar nichts. Let's go, let's go. Let's go. Silber und Icon ist noch richtig. Quadrado, wie viele Scream-Karten kriege ich hier? Ich bin auch gerade vor meiner Konzentration. Ich bin schon in der Niederlage drin irgendwie. Ja, Mann! Kante! Aber Quadrado ist. Ah, Afro haben wir gar nicht mehr. So. Afro. Ich komme, ich komme. No homo, aber, ne? Come on. Dann bin ich wieder back im Bild. Icon Zanetti! So, let's wie go! Wie sollst du da gewinnen? Wie sollst du da gewinnen? Let's fucking go! Oh fuck, ich brauche noch einen unter 25er-Stat, das ist wichtig. Vielleicht hier? Wie sollst du da gewinnen, wenn der da mit so einer Scheiße da ankommt? Nochmal. Nochmal den Brasskill hier rein. Man of the Match. Silber. Unter 25 Stat. Wo hat der hier keiner? Ach Gott, wer ist das denn hier? Auf jeden Fall mal. Oh lol. Fettfingert. Silberspieler, ne? Komm, irgendwann. Wenn einer, muss einer von denen hier unter 25 irgendwo haben. Fuck. Fuck. Oh, komm, ich muss erst einen gescheiten Kiefer. Oh Gott, Ederson Shiny. Ja, der wird mir reichen, den krieg ich. Oh! Der Herr! Zwei Toti! Hello again! Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Hello again! Let's go, fuck, Alter. Jetzt bin ich unter Druck. Ich hab 190er Draft jetzt schon, ne? Und ich hab die ganze Bank noch. Alter, Novic 90 oder Terstik? Ich möchte ja keinen Stress machen, aber. Ich nehme dann Novic 90. Oh. Der wird natürlich gut. Fuck, aber ich bin chemistry-mäßig so am reinscheißen. Baines. Ihr müsst doch mal irgendeinen Schwanzen-Stat unter 25 haben, Alter. Ich weiß nicht, was gerade mehr Sinn macht. Das Problem ist, ich würde hier mit viel, viel mehr Chemie absnacken mit dem. Und deswegen nehme ich den auch. Interessiert mich nicht. Damit habe ich da die Perfect. Silverman of the Match mit Totti. Hier Ruhe. Jetzt brauche ich nur Glück. Oh, Valencia in Form. Pogba. In Form ist gut oder Rüdiger. Rüdiger ist eigentlich noch besser. Fuck, ich brauch Rüdiger. Unter 25 mal. Insignia hast du 25, du Abwehr. Unter 25 haben wir gesagt, ne? Scheiße, ja. Salah. So kacke, Alter. Ja, Silber. Lol, ich hab nur Silberspieler gekriegt, ja, in der Auswahl. Young hat eine Glatze. Ich muss hier erstmal so. Lol, Karglas. So, 189er ist da. Jetzt muss ich mal. Das bringt nichts. Aber Silber habe ich, let's go. Silber ist wichtig. Nächste Glatze. Jetzt habe ich aber eine Glatze hier. Mütze Glatze. Boah, ich könnte William oder Dings nehmen. Oh, so wichtig, so wichtig, so wichtig, so wichtig, so wichtig. So wichtig. Was? Der zieht ja voll Chemistry. Ich nehme die Glatze. Ah, wegen ZOM. Ja, easy. Afro. Fuck! Ich brauche Man of the Match, habe ich gar nicht drauf geachtet. Oh, der ist so wichtig! Der ist so wichtig! William hat Afro, ne? Ja, ja. Wir haben ja gar kein Afro drin hier. Ja. Ich guck die ganze Zeit nach Afros hier. Ja! Let's go. Schon wieder Valencia, Lukaku. Irgendeiner mit einem Stat unter 25? 41 schießen, fuck. Man of the Match, 100 Cam. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Also ich nehme Lukaku für. Nein, ich hab gefettfingert! Ich krieg keinen mehr. Nein, ich hab gefettfingert! Ich wollte Lukaku nehmen. Oh, Team of the Year Ronaldo! Zwei Tottis! Ich kann das nicht. Wie soll ich das gewinnen? Und ich kann dich nicht spielen lassen. Sad life. Oder? Ja, sicher. Ja, Sigi Sixen. Lol.
Fuck. Jetzt fehlt mir wieder Chemistry. Ah, nee, doch nicht. Nice. Nice, 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 nice. Alonso noch. Ja, Stat unter 25. Mitroglou, 19 Defending. Let's go. Let's go, Mitroglou. Oh, hab ich auch. Unter 25. Mesut Özil. Dankeschön. Lol. In dem Moment hab ich auch Özil. Und Benzema 25. hat auch 23. Das ist mir gar nicht aufgefallen, ne? Was hat Benzema? Unter 23, Defending. 23. Ach, krass, hab ich auch nicht gesehen. Oh, der ist aber gut, der Özil. Passt hier gut rein. Stimmt. Ich bräuchte noch einen Man of the Match. Ja. Perisic. Ärgerlich. Come on. Ist das ärgerlich. Come on, ich bin schon beim letzten Spieler. Oh, Milinkovic-Savic. Dann nehme ich mal mit für Rating. Für Salk hätte ich noch. So. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Das Rating scheißt bei mir ein bisschen rein. Aber 100 Cam habe ich. Ich glaube, ich kann so stehen lassen. Auf arroganter Basis kann ich es, glaube ich, so stehen lassen. Ey, Stein, du freust dich schon auf unsere nächste Aufnahme? Ich kann nichts machen. Das ist so eine lächerliche, unverdiente Scheiße. Ich habe schon wieder einen 189er. Ich habe schon wieder einen fucking 189er. Ich auch. Wieso kriegst du... Du kriegst in jeder Dings hast du eine eigene gekriegt. Deine scheiß Draft-Tokens da. Die Missgeburten, ey. Wie viel hast du denn für Punkte? 7. In der ersten Aufnahme hattest du? 8. Also ich bin bei 15 Punkten. Ich war 11. Oh, geil. Geil, geil, geil. Ja, Freunde. Ich würde sagen, viel gibt's nicht mehr zu erzählen. Nächste Woche gibt's ein schönes Video von mir und dem Steini. Werden schöne Aufnahmen, muss ich sagen. Da freue ich mich drauf. Ich muss sagen, da freue ich mich gerade sehr drauf. Das wird schön. Ich wünsche euch allen noch einen sehr angenehmen Montag, Jungs. Ja, startet mit dieser wundervollen Aufnahme und dem Gedanken, dass ihr nächste Woche was sehr Lustiges sehen werdet. Schön in die Woche rein. Steini, ich hoffe, du startest auch gut in die Woche rein. Du kriegst von mir die letzten Worte. Haut da rein. Ciao, ciao. Steini, sag noch was Schönes. Du bist scheiße.